Was geht ab, meine lieben Comic-Freunde? Willkommen zurück im Flo-Universum. Ich habe heute wieder ein Video zu Avengers Endgame für euch, denn ich war letztens schon wieder ein viertes Mal im Kino. Ach ja, was ich vergessen habe zu erwähnen, es gibt Spoiler zu Avengers Endgame. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt ab. Ich weiß, die Spoilersperre ist eigentlich am Montag aufgehoben worden, aber ich habe mir gedacht, ich mache trotzdem nochmal eine Spoilerwarnung für die Noobs, die noch nicht im Kino waren. Also meine lieben Freunde, heute beantworte ich euch die Frage, warum Captain America in der Lage war, bei der Endschlacht gegen Thanos Thors Hammer aufzuheben. So, ich glaube, das war so ziemlich einer der geilsten Momente im ganzen Marvel Cinematic Universe, als Thor da fast aufgespießt wird mit dem Stormbreaker und auf einmal der Hammer gehoben wird und ich im Kino gleich, als ich das erste Mal gesehen habe, es ist Cap, ich habe es irgendwie schon geahnt und dann auf einmal, BAM, kickt er da einfach Thanos weg, als wäre der da nichts und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, was, das ist wirklich der Hammer, da fliegt wieder zurück, ich denke mir so, ey, was ist jetzt los? Und ich meine, abgesehen davon, dass es sowieso der größte Fanservice war, den uns die Russo Brothers verschaffen können haben, war es einfach nur so ein richtiger What the fuck Moment. Und ja, natürlich haben wir das Ganze schon angeteasert bekommen in Avengers Age of Ultron. Hat Cap sich schon mal versucht, den Hammer aufzuheben und hat da so ein richtig kleines bisschen gewackelt. Aber Thor hat dann natürlich darauf geantwortet mit kein Stück, ne. Nun hat er ihn endlich aufgehoben. Es stellt sich aber immerhin noch die Frage, wie war Captain America in der Lage dazu, auf einmal Mjolnir aufzuheben? So, und da muss ich vorweg sagen, es gibt jetzt keine Antwort wie 1 plus 1 ist 2. Dafür gibt es nicht eine eindeutige Antwort. Ich kann hier nur auf Theorien gehen, die von Fans und von mir erstellt wurden. Also, die erste Vermutung hört sich vielleicht lächerlich an, aber muss man sich mal im Kopf durchgehen lassen und ist dann gar nicht so unlogisch. Wenn wir uns jetzt einmal Captain America vorstellen, in Avengers Age of Ultron. Captain America ist ein Soldat, der in der heutigen Zeit lebt, am 1945 ins Eis ging. Der hat eigentlich keinen Lebenssinn hier mehr und er weiß nicht, wo sein Platz in der Welt ist. Und generell weiß er eigentlich nicht, was er zu tun hat, bis auf das, dass er halt bei den Avengers ist und hin und da mal die Welt rettet. Er hat keinen Plan, wo er jetzt wirklich hin soll. Außer halt zu Agent 13. Moment mal, die haben sich doch geküsst. Das ist eigentlich aus denen geworden, weiß man das? Vergleichen wir das Ganze aber mit Steve Rogers in Endgame. Haben wir dann einen richtig starken, zielsicheren Captain America, der genau weiß, ey, das ist die Endschlacht. Und da geht's um alles und ich weiß jetzt genau, was ich will. Ich will die Welt retten, ich will Thanos fertig machen und ich möchte die Hälfte der Menschheit bzw. die Hälfte aller Lebewesen wieder zurückholen. So, manche werden jetzt natürlich sagen, das ist ein bisschen lächerlich, ist mir komplett klar. Aber deswegen habe ich auch noch einen zweiten Grund, warum Captain America Thors Hammer heben konnte. Hat auch wieder was mit Caps seelischen Zustand zu tun. Jeder von euch weiß ja, dass Bucky Barnes der Winter Soldier Tony Starks Eltern ermordet hat. Captain America und Tony Stark sind seit Avengers richtig dicke Freunde. Und ja, sogar Captain America hat eine dunkle Seite, die man noch nicht gesehen hat. Das erwähnt er auch in Age of Ultron. Und außerdem weiß Captain America auch, dass Bucky Barnes Tony Starks Eltern ermordet hat. Also muss praktisch einem seiner besten Freunde sein ganzes Leben lang ins Gesicht lügen. Und wohin das Ganze führt, das haben wir ja dann in Captain America Civil War gesehen. Also das ist für mich persönlich schon ein logischer Grund, wenn man mit so einer Lüge leben muss und täglich mit diesem Menschen zusammen ist und ihm jeden Tag ins Gesicht lügen muss, da kann man nicht mit sich im Reinen sein. Also, klingt das für euch logisch oder nicht? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, warum ihr glaubt, dass Captain America in der Lage war, Thors Hammer zu heben. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, dann vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und mir einen Kommentar zu schreiben. Ja, in dem halt eine Frage drin steht. Ist ja logisch, oder? Das war's schon wieder von mir. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Vergesst nicht, meine anderen Endgame-Videos abzuchecken. Das war's und tschüss!